Ja! Was habe ich euch gesagt? Was habe ich euch gesagt, wenn ich die Show gewinne? Ich habe euch ja noch gesagt im Vorbericht. Ich denke mal, wenn ich das Spiel nicht schaue, schaut mal, die Sonne strahlt. Die Sonne strahlt, weil wir gewonnen haben. Weil wir gewonnen haben wieder. Was habe ich euch noch gesagt? Erstmal ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Meine Güte, guck mal, schaut mal, wie die Sonne strahlt. Wie die Sonne strahlt, weil Schalke gewonnen hat. Ja, ich habe noch im Vorbericht noch gesagt, wenn ich nicht schaue, wetten wir, wir gewinnen wieder. Ich habe gesagt, Nürnberg gewinnt. Und dann habe ich gesagt, aber da ich ja gegen Hannover nicht geguckt habe, gegen Nürnberg auch nicht schauen kann, werden wir gewinnen. Bumm, gewonnen. Ja, dann, manche sagen Aberglaube, aber ich glaube nichts als Aberglaube. Erstmal, ey, wichtiger, wichtiger, wichtiger Sieg, um Punkte zu sammeln, um da unten rauszukommen. So, ich habe mir jetzt vorhin die Highlights angeschaut, vor ein paar Minuten die Highlights angeschaut. Erstmal die Aufstellung mit Fährmann im Tor. Seht ihr hier die Aufstellung, Fährmann im Tor. Dreierkette mit Kalas, Kaminski und Murkin. Dann mit die zwei Schienenspielern, Matriciani rechts, links Ovian. Die zwei Sechser, Schallenberg und Tempelmann. Dann Drexler hinter den beiden Sturmspitzen und vorne Karaman und Lassme. Was ich da gesehen habe, die erste Halbzeit in den Highlights, ich rede von den Highlights, verdiente Führung, 1-0. Wir hatten die besseren Möglichkeiten und ich muss sagen, das 1-0, Karaman schön durchgesetzt, Körper betont gespielt, auch schön durchgesetzt mit dem Körper, Kopf hoch, Drexler kommt, boom, 1-0, muss ich sagen. Ich rede von den Highlights, verdiente Führung, so wie der Reporter gesagt hat, die verdiente Führung für Schalke 1-0. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob das wirklich nicht so, ob das so war oder nicht. Ja, und dann die ersten 10 Minuten, ach du Scheiße. Und wer macht das Tor? Das kann nicht wahr sein, dass die gegen uns immer alle treffen, wenn die von Schalke weggehen. Macht der Florian Flick direkt nach dem Anstoß, eine Minute, 1-1. Und dann haben wir Glück gehabt. Da war Nürnberg wirklich klar, so nach den Torchancen, was ich gesehen habe. Ich rede nur, was ich von den Highlights gesehen habe. Nur für die Leute, die wieder dann schreiben, hey, du kannst doch nicht reden, du hast das Spiel doch nicht gesehen. Ich rede nur von den Highlights. Highlights. Und 1-1 und dann war Nürnberg die, boah, habe ich gedacht, boah, da haben wir geschlafen. Da hat der Kaminski einen riesen Bock gemacht, aber er hat wieder diesen Bock wieder selbst weggemacht, auf die Linie gerettet mit links. Da haben wir wirklich, boah, Glück gehabt. Ja, und dann in den Highlights hat man so ein paar Szenen gesehen. Nur eine Szene noch von den Nürnberger Japaner, ich weiß nicht, wie der heißt, Kuzuki, Lukucho, keine Ahnung, wie der heißt. Wollte er den Ball 5 Meter vom Tor, 6 Meter, wollte er ihn rechts oben in den Knick reinhauen. Übers Tor hat man noch Glück gehabt. Und dann Danny Latzer. Was haben wir über den gemeckert? Ich habe nur gesehen, bei dem Tor, wo der gemacht hat, wie der zur Kurve von Schalke ging, so ein Frust. So ein, kennt ihr das? So, ihr wollt mich alle weghaben. Ihr seid, ich bin schlecht. Latzer weg, der taucht nichts und so. Da hat er gezeigt, hier bin ich, sagt er. Latzer, ich weiß, wir reden nicht gut über dich, weil oft verletzt, dein Tempo, aber jetzt hast du uns eines Besseres belehrt. Hey, die Erfahrung macht die Tore. Drexler 33, Latzer 34, ihr habt die Tore gemacht. Ihr habt uns Fans eines Besseres belehrt. Mich auch. Mich hast du auch eines Besseres belehrt. Standardsituation ist so wichtig in ein Spiel. Ovian hat endlich mal bessere Standards gebracht, hat auch zum Sieg verholfen, das 2-1. Ich kann nur von den Highlights reden. Spielerisch weiß ich nicht, ich habe nur die Highlights gesehen. Kämpferisch waren die Jungs wieder da, haben nach dem Pokalspiel, was wir verloren haben, waren sie da. Klar, dann wieder ein paar Minütchen da wieder gepettet, aber die haben sich konzentriert, gekämpft, gerackert, was wir sehen wollten. Kampf, Wille, Leidenschaft. Das haben wir gesehen von der Mannschaft. Das Fußballspielen, das muss dann irgendwann mal kommen, aber jetzt zählt wirklich jeder Punkt.
Mir tut das leid für unsere Nürnberger Freunde wirklich, aber uns sind die Punkte wichtiger, um da unten rauszukommen. Ne? Aber trotzdem, Nürnberg, ich drücke euch trotzdem die Daumen feste, dass ihr die nächsten Spiele alle gewinnt und oben angreifen könnt. Fazit, wir haben gewonnen, das zählt, wir haben gewonnen, egal wie, wir haben gewonnen. Und jeder Punkt ist wichtig und Latza, danke. Ah, ich weiß, viele werden sagen, ah, der hat doch nur ein Kopfballtor gemacht, aber da musst du erstmal stehen. Latza, du hast uns wieder eines Besseres belehrt, Tor gemacht, mir auch den Mund gestopft, ganz einfach. Du hast mir den Mund gestopft, hast das Tor gemacht, Siegtor, hast mir den Mund gestopft, Danny. Hey, kann ich nicht sagen. So, schreibt in die Kommentare, die das Spiel gesehen haben oder die da waren. Schreibt mal, wie war die Atmosphäre, wie war das? Und schreibt mal bitte, wie das Spiel war, wie ihr das Spiel gesehen habt. So wie ich verstanden habe, was der Reporter gesagt hat, nicht unverdient der Sieg. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was ich in die Highlights gesehen habe. Erste Halbzeit 1-0 verdient in Führung. Zweite Halbzeit hatten wir Glück. 1-1 hätten zurücklegen können. Aber im Endeffekt 2-1 gewonnen. Das ist einfach nur wichtig, der Sieg. Moral für die Jungs, das heißt, zweites Spiel in Folge gewonnen. Hast du mehr Selbstvertrauen, auch die Defensive ist stabiler geworden. Das, was da Karel geschafft hat, stabiler geworden. Selbstvertrauen ist da und dann am Freitag spielen wir zu Hause gegen Ebelsberg. Die nächsten 3 Punkte einfach. So, schreibt reichlich in die Kommentare, ne? Nicht vergessen. Okay, ich sag mal, ciao, ciao, arrivederci, Glück auf. Hey, yeah. Hey. Wir holen uns die Meisterschaft an.